Alles, was Wilfried Lohre gesagt hat, freut mich, dann muss ich es nicht mehr sagen. Sie sind also gut präpariert. Aber worüber ich reden kann und reden möchte mit Ihnen, geht einen Schritt in die eine Detailtiefe, die hier bei Ihnen nur unter dem Aspekt Inhalte, nämlich Integration, abgehandelt worden ist. Aber dennoch, worüber ich spreche, ist eigentlich, wie kann es dazu kommen, dass Stiftungen stärker in kommunale Prozesse für den Bildungssektor mit eingebunden werden? Also wo liegt eigentlich die Motivation für Kommunen, die bisher in diesem Bereich noch keine Erfahrung gesammelt haben? Wir haben ein wunderbares Beispiel seit letztem Jahr. Fast ein Jahr ist es nun her, dass wir eine neue Form von Zuwanderung haben. Geflüchtete, Asylsuchende in einer sehr großen Menge. Und auf einmal wird auf der kommunalen Ebene sehr deutlich, was die Zivilgesellschaft, was die ehrenamtlich Engagierten, was aber auch Stiftungen leisten können. Und darüber möchte ich heute sprechen, weil nämlich an diesem Beispiel sehr schön deutlich gemacht wird, dass es zum einen einen Motor braucht, also den Druck, die Not, die Erkenntnis, warum man gemeinsam stärker ist als alleine. Das ist das, was Wilfried Lohre vorhin zu Beginn seines Beitrages nannte mit, wir haben die Zuständigen und wir können uns für etwas gemeinsam verantwortlich fühlen. Zuständigkeiten werden nicht dadurch aufgelöst, dass man etwas gemeinsam als eine gemeinsame Aufgabe betrachtet. Diese Ängste, das eigene zu verlieren und die eigene Macht vielleicht mit jemandem teilen zu müssen oder auch das eigene Wissen mit jemandem teilen zu müssen. Und ich will jetzt nicht sagen, wer davon kommunal ist oder wer davon Stiftung ist. Ich denke, es wird für beide Vertreter dieser Haltungen zutreffen. Wir müssen überlegen, ob wir es uns leisten wollen. Und das war auch von Wilfried Lohre ja gerade angesprochen. Was müssen Kinder und Jugendliche auf alle Fälle in unserer Gesellschaft durchlaufen? Das ist die Schule. Und hier hat man noch einen steuernden Zugriff. Alles andere, und ab da fangen wir an, dann wirklich drauf zu zahlen, ist das, wo wir mehr tun müssen, als es nötig wäre, wenn wir zu einem früheren Zeitpunkt das Richtige getan hätten. Wer mich schon mal hat reden hören, weiß, dass ich mit diesem Gerät PowerPoint genannt auf Kriegsfuß stehe. Es kann also sein, dass Sie die 15. Folie gleich sehen oder gar nicht. Also ich drücke jetzt einfach mal weiter. Nicht, weil ich das nicht technisch kann, sondern weil ich es immer vergesse. Also Bildung ist Gemeinschaftsaufgabe und wird vor Ort entschieden. Wir sind mit diesem Slogan Bildung ist Gemeinschaftsaufgabe penetrant allen in den Ohren gelegen, aber ich glaube, man darf es nochmal wiederholen. Wenn wir sagen, Bildung ist Gemeinschaftsaufgabe, muss man natürlich fragen, von welcher Gemeinschaft reden wir? Wir, Stiftungen, die bei Lernen vor Ort beteiligt waren, sprechen davon, kommunaler Raum. Das ist dort, wo die Gemeinschaft all derer, die von guten Bildungsangeboten, einer guten Bildungslandschaft, einem kohärenten Bildungsmanagement profitieren können und Wissen in die Entwicklung eines solchen hineintragen können. Das heißt, es wird auf der kommunalen Ebene entschieden, ob ein Bildungsangebot so ist, dass jeder Einzelne in der Kommune, und zwar im Rahmen von Familienbildung bis hoch in die Weiterbildung oder dann in die Erwachsenenbildung auf freiwilliger Basis hinein wirksam wird. Das heißt, für uns ist der Sozialraum elementar. Und ich rede, Sie müssen immer davon ausgehen, wenn ich zwar als Stiftungsvertreterin spreche oder in Vertretung von Stiftungen spreche, ich immer an die Stiftungen selber appelliere, aber genauso gut auch für kommunale Perspektive werbe. Also mich interessiert mittlerweile, nachdem ich mich 10 Jahre mit diesem Thema befasse, immer mehr der Kontext der kommunalen Umsetzung. Und da, Herr Lohre hat es ganz zum Schluss gesagt, das Verhältnis zwischen Bundeslandvertretung und Bundesministerien nicht immer die beste Verhältnisse sind, ist das, wo wir wirklich lösungsorientiert ansetzen können, da, wo auch die Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement ansetzt, nämlich auf der kommunalen Ebene. Also das ist der Raum, in dem wir unterwegs sind. Und warum sollte die Kommune aber Bildung als eine eigene Aufgabe betrachten?
Wir haben es ja gerade noch mal von Herrn Loro buchstabiert bekommen. Es geht nicht nur um Schule. Schule hat zumindest für die inneren Angelegenheiten eine Verantwortung beim Land. Oder das Land hat die Verantwortung für die Schulentwicklung. Aber ab dann, alles, was darum passiert, ist sofort auf der kommunalen Ebene anzusiedeln, was die Entscheidungsstrukturen, was die Ressourcen und was die Aufmerksamkeiten, aber auch der Profit angeht. Das heißt, wenn Sie Talente vor Ort fördern wollen, haben Sie einen Standortvorteil und man kann es im letzten Jahr auch sehr deutlich sehen, wir fördern die Demokratie. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz deutlich betonen, wir haben immer noch im Bundesdurchschnitt 5,9% von Jugendlichen, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Wir haben Bundesländer und Städte oder Regionen, in denen es über 20% ist. Diese Kinder und Jugendlichen, also diese Jugendlichen sind danach bis zu 3 Jahren in den zweiten Bildungsangebotsaufbewahrungsstellen, fallen aus jeder Statistik raus, um danach maximal ein Drittel mit diesem Schulabschluss diese Phase zu beenden. Und was passiert mit den restlichen 2 Dritteln? Sozialsysteme werden belastet, die Jugendlichen werden demotiviert und im schlimmsten Falle anfällig für simple Lösungen für ihre Fragen. Das wollen wir nicht. Insofern ist das ein ganz ureigenes Motiv jeder Kommune, ein Bildungsangebot und eine Bildungsentwicklungsmöglichkeit vor Ort zu etablieren, die jedem Einzelnen und vor allem den Jugendlichen zugutekommt. So sind wir gestartet. Dabei, und das kann ich jetzt fast überspringen, aber ich schreibe es Ihnen trotzdem noch mal mit an die Wand. Wir haben in Deutschland über 21.000 gemeinnützig wirkende Stiftungen. Wir haben in den Stiftungszwecken fast 50% für soziale Zwecke, 35,2% für Bildung und Erziehung, 31,5% Kunst und Kultur. Das sind alles bildungsrelevante Gruppen oder Ziele, die ich jetzt anspreche. 25,3% für Wissenschaft und 10,1% Sport. Und dann sind wir bei den nonformalen Angeboten, gerade auch im Kulturbereich. Sie wissen, wie wesentlich das ist. Stiftungen können starke Partner sein. Herr Lore hat das alles dekliniert. Sie sind dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie sind wunderbar frei beweglich. Das ist nochmal eine Qualität, die nicht zu unterschätzen ist. Stiftungen können, wenn sie wollen, sich sehr unabhängig bewegen. Wenn sie sich innerhalb der vom Gesetzgeber festgelegten Rahmen bewegen. Das eine Kontrolleur ist das Finanzamt. Ich möchte jetzt nicht wieder über dieses Thema, sind Stiftungen legitimiert, demokratisch, ja oder nein. Der Staat hat sich ein Gesetz gegeben, das den Stiftungen ihren Handlungsweg vorschreibt. Insofern würde ich sagen, ist es demokratisch legitimiert, wie die Stiftungen handeln. Und dann werden sie noch vom Finanzamt unabhängig überprüft. Insofern, ja, Stiftungen sind bei allem, was sie tun, demokratisch legitimiert. Und ich habe meinen Vortrag damit begonnen, dass ich Ihnen die Nuss zu knacken gegeben habe, wodurch können Veränderungen in der Haltung auf der lokalen Ebene entstehen. Nochmal zurück, vor 12 Monaten haben wir diese besondere Form einer hohen Anzahl von Neuzugewanderten hier in Deutschland erleben dürfen. Wir haben vor allem erleben dürfen, dass die Bereitschaft jedes Einzelnen vor Ort zu unterstützen, immens gewesen ist. Diese Form von ehrenamtlichem Engagement, die durch Einzelne erbracht worden ist, ist zu diesem Zeitpunkt eine gute Form gewesen. Wenn man aber diese Bereitschaft, sich zu engagieren, ich sage jetzt gar nicht mal ehrenamtlich, sondern sich überhaupt zu engagieren, wenn man diese Bereitschaft weiterhin fördern möchte, wenn man diese Bereitschaft als kommunaler Vertreter auf diese Bereitschaft der Unterstützung vor Ort zurückgreifen können möchte, dann braucht es in irgendeiner Form eine Struktur, in der diese ehrenamtliche Arbeit, zivilgesellschaftliches Engagement stattfindet. Viele von Ihnen haben natürlich schon mit Ehrenamtsagenturen in irgendeiner Form zu tun gehabt, vielleicht bei Ihnen in der Kommune sogar eine, die diese Steuerung übernehmen kann. Zunehmend, und das ist im letzten Jahr eigentlich das Erfreuliche gewesen, haben Stiftungen
sich in diesem Bereich engagiert. Und ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Das ist keine persönliche Meinung, sondern nur eine Erinnerung daran, dass das Thema Integration von Migranten schon seit Jahrzehnten ein Bestandteil kommunaler Arbeit ist. Und es ist auch ein Bestandteil von Stiftungswirken. Es klingt manchmal nur so anders. Manchmal heißt das nämlich Mittagessen für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Davon ist ein großer Teil aus Migrantenfamilien. Oder es klingt nach Sprachkurse für Kitas, die bei der Wohlfahrt angesiedelt sind. Auch etwas, was schon seit Jahrzehnten von Vertretern nichtstaatlicher Organe oder der Zivilgesellschaft angeboten wird. Was neu ist, ist die immense Größe und der Umfang der Menschen, die jetzt in die Kommunen geströmt sind, sodass die Aufgabe auf einmal nicht nur dringlich scheint, sondern unumgänglich. Wir haben also eine Notsituation, die wir positiv deuten können. Positiv deuten dahingehend, dass dieses hohe Engagement und die Bereitschaft, sich einzubringen, und zwar verbindlich einzubringen, wenn die richtigen Strukturen da sind, dass das etwas Neues ist. Und an dieser Stelle haben Stiftungen seit letztem Jahr eine ungeheure Aktivität entwickelt, zusammen mit Kommunen, aber auch mit anderen Akteuren vor Ort aktiv zu werden. Und nicht wenige haben dafür richtig gesorgt, dass da auch neue Strukturen, neue Fäden, neue Bahnen entwickelt werden, die weiterhin nutzbar sind. Also ein Appell an die kommunalen Vertreter hier im Raum, denken Sie daran, das ist nicht selbstverständlich, aber es ist auch nicht weg, wenn Sie nicht wollen, dass es weg ist. Motivation ist ein ganz hoher Faktor für dauerhaftes Engagement. Und wie kann man unter diesen veränderten Bedingungen Engagement aufrechterhalten? Stiftungen haben, ich habe mir erlaubt zu kategorisieren, wir haben 5 Schwerpunkte identifiziert, wo Stiftungen seit letztem Jahr gerade... aktiv geworden sind. Ich fange mit dem an, was für viele, die in den Kommunen als kommunale Vertreter hier sind, mit am sichtbarsten ist, sicherlich bei Ihnen auch immer schon so gewesen ist, das sind Bildungsprojekte, die für im Falle der Neuzugewanderten, für die Neuzugewanderten gelten können, aber auch bereits in der Vergangenheit etabliert worden sind. Und da sind nicht wenige niedrigschwellige Angebote dabei. Und das haben wir ganz deutlich im letzten Jahr und jetzt auch in den letzten Monaten gesehen. Dort, wo das nonverbale Miteinander, das soziale Umfeld dafür sorgt, dass Kinder, Jugendliche, Erwachsene miteinander in die Begegnung kommen, dann spielt dieses Thema Sprache eine nachgeordnete Rolle, weil das Verständigen miteinander über sehr vielfältige Art und Weise geschehen kann. Das kann zufällig sein, das kann und sollte aber auch reproduzierbar sein. Das heißt, da entstehen Projekte, auf die man sich beziehen kann. Wir hatten letzte Woche den Deutschen Stiftungstag in Leipzig und wir haben einen Vorortbesuch der Großwohnsiedlung Grünau gemacht. Das ist die zweitgrößte Hochhaussiedlung in Leipzig. Vor 40 Jahren modernst erbaut, 40.000 Einwohner dort in einer Siedlung. Und nach der Wende hat Leipzig sich sehr stark verändert und nach der Wende ist das zu einem sozialen Brennpunkt geworden. Ich betone das an dieser Stelle so ganz explizit, weil hier das Zusammenwirken unterschiedlicher Bildungsakteure in dieser Nachbarschaft, ich komme wieder zurück auf das Thema Sozialraumbetrachtung, dafür sind die Daten wichtig. Dafür ist auch eine gesamtstädtische Einordnung sehr wichtig. Also das Verhältnis zwischen Nachbarschaftsquartiersentwicklung und gesamtstädtischer Strategie. Dieses Verhältnis muss natürlich jede Kommune für sich auch klären. Soziale Brennpunkte sind nicht deswegen soziale Brennpunkte, weil man sie als solche behalten will, sondern weil sie zu etwas geworden sind, was auf die Dauer eine Stadt schwächt. Aber grundlegend natürlich eine besondere Betrachtung braucht und das Gesamte in den Kontext der gesamtstädtischen Strategie setzen muss. Wir haben in Leipzig erlebt, dass durch das Zusammenspiel, seit 2 Jahrzehnten geübten Zusammenspiel von Bildungs-
Akteuren vor Ort und dazu gehören auch die Bürgerinnen und Bürger, die dort einfach leben, über Quartiersrat, über einen Bildungscampus, in dem Informationsaustausch zwischen Familieneinrichtungen, Kitas bis in die Schulen hinein, bis in die Berufsakademie hinein, ein Austausch über Kinder und Jugendliche stattfindet, der leider noch nicht datengestützt ist. Aber dadurch, dass sich die entsprechenden Verantwortlichen zusammensetzen, es dazu führt, dass man über ganze Entwicklungen von Kindern und Jugendlichen nachvollziehbar sprechen kann. Das heißt, dort sind Dinge aufeinander bezogen, abgestimmt und das zum Wohle der vor Ort lebenden Kinder und Jugendlichen. Bei den Bildungsprojekten möchte ich nur ganz wenige in den Vordergrund stellen. Die Bürgerstiftungen sind ja schon benannt worden. Sie spielen in der gesamten Entwicklung ehrenamtlich, des Bindens ehrenamtlichen Engagements eine wesentliche Rolle. Weil sie müssen sich überlegen in der Kommune, wie schaffen wir es, diese einzelnen Personen, die was zeigen an Engagementbereitschaft, wie können wir auf diese Personen zugreifen? Dazu brauchen sie in irgendeiner Form einen Knotenpunkt, eine Anlaufstelle, einen Verteiler, Herr Lohre sagte, einen Koordinator. Wie sollen wir diese Form von Engagement, das kann man ja auch auf die Einzelpersonen beziehen, zusammenführen? Es muss jemanden geben, der ansprechbar ist und auch bestimmte Informationen weitergeben kann, der aufnehmen kann, dass jemand sagt, ich pflege jetzt meine Mutter, ich muss mal für ein halbes Jahr aussetzen, aber grundsätzlich bin ich engagementbereit. Und eins darf ich Ihnen an dieser Stelle auch noch sagen, wenn man sich mit jungen Leuten unterhält, die im letzten Jahr und auch Anfang des Jahres enorm viel Zeit und Willen und Lust investiert haben, sich zu engagieren. Wir müssen wegkommen von dem Grundgedanken, dass das Ehrenamt vor allem ein ehrenvolles Amt ist. Junge Leute, die nachwachsende Generation, engagiert sich, aber nur für das, wofür sie auch wirklich brennen, wo sie selber Motivation verspüren. Und das kann mal sein für etwas, was bei Ihnen gerade auch wirklich nötig ist und dann vielleicht ein halbes Jahr nicht. Das heißt, an dieser Stelle ist diese Form von Verbindlichkeit nicht unbedingt durch eine kontinuierliche Anwesenheit abzulesen, sondern die Verbindlichkeit besteht darin zu sagen, ich schmeiß meinen Hut dann in den Ring, wenn ich wirklich will, aber ich muss ansprechbar sein. Also die Bürgerstiftung Braunschweig zum Beispiel haben sich sehr vielfältig aufgestellt, um möglichst viele Themenfelder zu besetzen. Und dort können Sie abrufen, über Ihren großen Verteiler von 15.000 Bereitwilligen sich zu engagieren, wenn es um ein Thema geht. Und Sie schmeißen das wirklich einmal in diese große Gruppe hinein und es melden sich 1.000 Leute. Auf diese Form von Abrufbereitschaft möchten Sie als kommunale Vertreter möglicherweise gerne auch zugreifen können. Insofern an dieser Stelle die Betonung, wir brauchen das koordinierte Vorgehen und die koordinierte Haltung in der Kommune, um das ehrenamtliche Engagement zu stärken. Wir haben einen weiteren Bereich identifiziert, das sind die Patenschafts- und Mentorenmodelle. Alle Forschung zeigt, dass die und alle Ergebnisse, wir haben ja hier einige Vertreter auch großer bundesweit aktiver Programme, die Lernfähigkeit von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen steigt in dem Maße, in dem sie sich auch wohlfühlen. Wir haben letzte Woche von Professor Uslucan, der hier im Ruhrgebiet ja eine bekannte Größe sein dürfte, gehört, dass es drei Faktoren gibt, die interessant sind für unsere Diskussion. Einmal vor der Schulpause, also vor den Schulferien, ist das Wissen und ist der IQ höher als nach der Schulpause. Nach den Schulferien. Können Sie sich vorstellen, wenn Kinder ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei oder drei Jahre nicht im geregelten Schulunterricht gewesen sind, was das für ihre Lernmobilisierung bedeutet? Dann der zweite Faktor, den ich ganz wesentlich finde für das, was jetzt auf uns zukommt, nämlich die Integrationsleistung. Die Erstunterbringung ist geleistet, die humanitäre Ersthilfe ist zu einem großen Teil bewältigt, will ich nicht sagen, aber auf den Weg gebracht. Jetzt geht es um das Thema Integration und das ist eine dauerhafte Aufgabe. Und an der Stelle ist es wichtig zu wissen, dass wir noch gar nicht
abschätzen können, Schätzungen sind zurzeit um die 40-60% traumatisierte Kinder und Jugendliche, die auf die Pädagogen in den Kitas, in den Schulen, in den weiterführenden Ausbildungsbereichen, auf die Kommunen zukommen. Das heißt, da fehlt zum einen die Qualifikation des Personals, aber wichtiger ist noch, wie geht man mit diesen Kindern und Jugendlichen um, weil sich Traumatisierung nicht einfach nur zeigen, es ist nicht irgendwie ein Ausschlag, den man hat, sondern er wird sich in bestimmten Situationen zeigen, auf die man dann möglicherweise nicht vorbereitet ist. Aber diese Kinder brauchen einen sicheren Ort. Ich komme nochmal auf das Thema informelle oder nonformale Angebote zurück. Wir müssen es schaffen, ein soziales Umfeld zu prägen, das für diese neu zugewanderten Menschen tatsächlich ein gefühltes, sicheres Umfeld anbietet. Und wundern Sie sich nicht, ich arbeite in der Bildungsregion Darmstadt-Dieburg in Hessen und dort haben wir im Bildungsbeirat von den Erzieherinnen gehört, dass die Kinder noch gar nicht bei ihnen in den Kitas angekommen sind, von den Neuzugewanderten aus den Familien, weil, Sie wissen, von den Kindern, die zugewandert sind, sind ein Drittel unter 3 Jahre. Und die Eltern wissen nicht, was es heißt, ihr Kind abzugeben in einer Kita. Aber wenn wir, ich wiederhole mich, wissen, welche Bedeutung das informelle oder das nonformale Umfeld hat, also der soziale Umgang schlichtweg mit anderen Menschen, mit Kindern gleichen Alters, dann wissen wir, welche Aufgabe noch auf uns zukommen wird. Also Patenschafts- und Mentorenmodelle ist ein ganz beliebtes Thema. Das haben Stiftungen schon immer gemacht. Das machen auch Initiativen und Vereine. Sie müssen mir verzeihen, wenn ich natürlich die Stiftung ein bisschen in den Vordergrund stelle unter dem Gesichtspunkt, den Herr Lohre ja auch erwähnt hat, beziehungsweise deutlich gemacht hat. Aber ich rede auch immer und wir werden auch in Regionen gucken, wo Stiftungsdichte so gering ist, dass man jede einzelne Initiative und jeden Verein begrüßen muss, auch aus Stiftungsperspektive, um das Bild auch stärker der realen Situation vor Ort anzupassen. Also wir haben nur zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern 170 Stiftungen. Das Land ist ziemlich groß. Also insofern zählt da jeder Einzelne. Bei den Patenschafts- und Mentorenmodellen möchte ich auch einige herausheben, weil sie exemplarisch natürlich für bestimmte Modelle stehen, aber lassen Sie sich inspirieren. Also die Stiftung Lesen kennt jeder, ehrenamtliche Lesepaten hat es schon immer gegeben, aber das bundesweite Ausrollen eines solchen Programms zeigt natürlich, dass da auch verbindliche Partner vor Ort sind. Das ist ganz wichtig bei Bundesprogrammen, die von Stiftungen kommen, zu sehen ist, man hat den Erfahrungsaustausch und man ist durch die Größe der Organisation ein verbindlicher Partner, weil man nicht durch die Zinsen, ich sage nur das Wort Zinsschwierigkeiten, dass dort Partner sind, die auch mal über eine längere Strecke an der Seite von Kitas, Schulen oder sonstigen Aktivitäten sein können. Nicht zu unterschätzen. Die Roland-Berger-Stiftung hat ein ganz interessantes, nicht unbedingt einfach nachzuahmendes, aber trotzdem interessantes Modell entwickelt. Die haben in Ingolstadt zusammen mit der Kommune, mit dem Jugendamt dort, einen Wohnort für unbegleitete männliche Flüchtlinge aufgebaut in einem richtigen normalen Wohngebiet. Die haben sich da ein Haus gemietet. Also nicht irgendwie selber gebaut, sondern die haben da ein Haus gemietet. Und das Interessante an diesem Modell ist, und das geht auch wieder in die Richtung Patenschaft und Mentorenmodell, Begleitung. Und zwar Begleitung bei einem normalen Alltag, den zu lernen vom Kochen. Sie müssen sich vorstellen, unbegleitete männliche Jugendliche sind bis knapp 18, vielleicht sind auch ein oder zwei über 18, aber trotzdem kommen aus 8 verschiedenen Nationen. Da ist der Analphabet, der in Eritrea Ziegen gehütet hat, dabei, genauso wie der syrische Sohn aus Akademikerhaushalt, der kurz vom Abitur stand, bevor er flüchten musste. Insofern ist dort eine Begleitung und das Lernen des Alltages genauso gefragt wie die Begleitung bis zu einem Schulabschluss in die Ausbildung hinein und bis sie im Beruf sind. Also wirklich diese gesamte Kette auch in den Blick zu nehmen. Das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Faktor, wenn Sie darüber nachdenken, wer muss alles an solche runden Tische, von denen Herr Lohre gesprochen hat, wer müsste in solch einen Verbund hinein. Denken Sie immer daran, es muss die Bildungskette abgebildet werden.
Es kann nicht nur sein, dass wir uns wieder rund um Schule bewegen. Das ist hübsch, das ist gut. Aber wir brauchen mehr. Wir müssen diese Kette abbilden können in den Institutionen, die sich in einer solchen Bildungslandschaft sowieso bewegen. Wir reden nie über ein Mehr, sondern wir reden nur über ein Anders. Wir haben die Stiftung, beziehungsweise nennt sich Stiftungsforum Saar. Das Saarland ist Ihnen vielleicht schon mal bekannt. Ich bin letztens in Saarbrücken hängen geblieben. Da war es näher nach Paris als nach Berlin. Also das ist schon ziemlich weit weg, dieses Saarland. Aber sie haben dort eine zu 80% ist die Bevölkerung dort ehrenamtlich engagiert. Das heißt, über das Pro-Ehrenamt erreichen sie eigentlich jeden kleinen Winkel in diesem Bundesland. Und die haben sich zusammengetan und bieten Qualifizierung für Ehrenamtliche an, für Patenprogramme. Das heißt, die haben ein Patenprogramm dort, in dem man sich bewerben muss. Man muss eine Ausbildung machen über etliche Wochen, in dem der Umgang von technischen Fragestellungen, was bedeutet das alles? Ich bin auch noch dran, Wilfried. Was bedeutet das überhaupt für mich, wenn ich so arbeite, um zum bisschen zu den ersten Schritten? Was heißt es, wenn ich mit traumatischen Menschen zu tun habe? Also wirklich an dieser Stelle auch das Wissen zu vermitteln, das ich brauche, um diese Paten- oder Mentorenschaft verantwortungsvoll übernehmen zu können. Da können und müssen Kommunen auch helfen. Weil das ist etwas, was Sie, und ich komme immer wieder an den Punkt zurück, sichern Sie sich dieses Engagement, dass die einzelnen Personen, aber auch institutionell gebundene, wie Stiftungen oder Initiativen, anbieten können. Und wir haben, was ein sehr schönes, mittlerweile auch in weiteren Städten aktives Programm ist, das Diesterweg-Stipendium aus der Stadt Frankfurt, initiiert von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Das möchte ich an der Stelle besonders hervorheben, weil die Stiftung Polytechnische Gesellschaft mit einem kleinen Baustein gestartet ist. Sie hat nämlich gesagt, wir möchten Kinder unterstützen in der vierten Grundschulklasse mit ihren Familien. Das heißt, ein Stipendienprogramm für besonders interessierte Kinder und Kinder, die von den Lehrern identifiziert werden. Man muss sich dazu verpflichten, das geht ein Jahr oder zwei Jahre. Und da geht es dann aber auch um die Eltern, da geht es um die Geschwisterkinder und da geht es auch um die weiteren Verwandten. Das heißt, dieses Stipendium richtet sich nicht nur an eine Person, an ein Kind, sondern es umfasst wirklich das gesamte soziale Umfeld. Und das Diesterweg-Stipendium hat mit diesem Baustein begonnen, das führen die auch fort. Auch mittlerweile nach 8 Jahren sind sie so weit, dass sie bis in die Ausbildung gekommen sind. Das heißt, sie haben peu à peu weitere Bausteine ergänzt. Da sind wir wieder bei dem, was ich gerade gesagt habe. Denken Sie über die gesamte Bildungskette nach, wenn Sie solche Angebote entwickeln. Wo sind Ihre Angebote anzudocken? Was ist in den Kommunen vorhanden? Was würde Sinn machen zu verknüpfen? Nochmal zu einem berühmten Thema Zinsen. Wir haben alle kein Geld mehr, bis auf ganz wenige sehr große Stiftungen, die auch eher unternehmensnah sind oder da abgesichert sind durch den Aktienmarkt. Aber sehr viele Stiftungen müssen sich neue Wege überlegen, wie sie ihren Satzungszweck vollziehen können, auch wenn die Renditelage, für diejenigen, die es nicht wissen, Stiftungen haben ein Vermögen, das dürfen sie nicht angreifen, sie dürfen nur von den Erträgen und müssen diese Erträge ausgeben, um ihren Satzungszweck zu vollziehen. Das heißt, wie kann man neue Modelle auch mit Stiftungen zusammen entwickeln, dass auch die Stiftungen davon profitieren? Das Wichtigste, was in meinen Augen im letzten Jahr entstanden ist, ist das Thema, wie kann man die unterschiedlichen Angebote, die vor Ort sind, die vor Ort gebraucht werden, umsetzen. Und zwar haben Stiftungen im letzten Jahr die schnellste Hilfe der Welt in einigen großen Städten angeboten, nämlich indem sie Angebote koordiniert haben. In Frankfurt die Stiftung Polytechnische Gesellschaft, eine große Stiftung, hat sich mit 8 anderen Stiftungen zusammengetan und dem Jugendamt in der Kommune. Und die haben dort einen Koordinator für Hilfsangebote, die neu zugewanderten Geflüchteten zugutekommen, gegründet, dafür eine Plattform gemacht und eine Personalstelle eingerichtet. Das ist was ganz Besonderes, weil Stiftungen per se nicht unbedingt fördern können, indem sie irgendwo Personal finanzieren. Aber es gibt auch hier wieder ungewöhnliche Situationen, die zu neuen kreativen Wegen führen, wie dort zum Beispiel.
Ebenso in Hamburg. Nicht zu unterschätzen, die Hamburger haben mittlerweile 15 Stiftungen und da ist die Bürgerstiftung in Hamburg der Knotenpunkt. Also die anderen Stiftungen haben alle Geld in den Topf reingeworfen und wie der Kollege, der aber auch bei Lernen vor Ort aktiv war, sagte, wir haben ja bei Lernen vor Ort gelernt, wie es geht und wie es nicht geht. Dort hat man innerhalb von 4 oder 6 Wochen tatsächlich das Geld zusammengekriegt und das richtet sich an die ehrenamtlich Aktiven. Das heißt, die können dort für die Kinokarte, wenn sie mit einem Geflüchteten ins Kino gehen wollen oder wenn sie Malstifte kaufen wollen oder sonstige Maßnahmen, auch Qualifizierungsmaßnahmen brauchen, dann können sie sich an die Bürgerstiftung wenden. Es ist alles ganz simpel gehalten, was den verwaltungstechnischen Aufwand angeht. Das ist ganz wichtig. Weil Ehrenamtler haben keine Lust, dann zu Hause noch eine Stunde Verwaltungsarbeit zu machen, sondern die Stunde möchten sie gerne mit ihren Paten verbringen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was mir an der Stelle auch nochmal wichtig ist, wir haben das Thema Fonds und Zusammenschlüsse von Stiftungen. Es hat etliche Fonds in dem letzten Jahr gegeben, die entwickelt worden sind in den Kommunen von und mit Stiftungen. Und da möchte ich 2 eigentlich hervorheben. Einmal nochmal auf Hamburg bezogen, einen Fonds, den die Hamburger, da ist die Kommune mit dabei, das ist nämlich eine Stiftung des Hamburger Senates, Kulturstiftung Hamburg, zusammen mit 2 anderen Stiftungen, haben einen Fonds auch wieder für eine unkomplizierte Unterstützung, und zwar für soziokulturelle Zentren in Hamburg eingerichtet. Sie wissen, das ist, ich nenne es immer die blinden Flecke, das ist in der Förderpolitik von Bund, Land und auch sonstigen Förderprogrammen blinde Flecke gibt. Blinde Flecke heißt, es gibt bestimmte Institutionen, die können sich immer bewerben, es gibt welche, die bevorzugt werden in der Zuwendung und es gibt welche, die nie die Lücke finden, wo sie mal in einem Programm begünstigt werden könnten. Dazu gehören die soziokulturellen Zentren in einem großen Maße. Soziokulturelle Zentren sind in Nachbarschaften angesiedelt, die wissen, was vor Ort passiert. Die haben einen sehr guten Einblick in die Verhältnisse und auch auf die einzelnen Personen. Nutzen Sie diese Multiplikatoren. Und in Hamburg haben die das gemacht. Und mit diesen 3 Stiftungen, mit der Kulturbehörde zusammen, haben sie die soziokulturellen Zentren mit einem schnell verfügbaren Geld ausgestattet, sodass dort vor Ort dem Bedarf entsprechend, und auch da leben die Geflüchteten. Das muss man ja immer wissen, wo sind eigentlich die ganzen Flüchtlingszentren, Unterkünfte, beliebten Wohngebiete demnächst zugewiesen. Also die Länder müssen sich demnächst damit auseinandersetzen, dass sie wissen sollten, wo in den Kommunen die Gebiete sind, wo jemand, der geflüchtet ist, am besten leben soll. Also da haben sie Scouts, da ist Wissen. Und den zweiten Fonds, auf den ich hinweisen möchte, weil er ein ganz interessantes neues Phänomen ist. Die Software AG Stiftung hat zusammen mit der GLS Bank, die GLS Bank sagt Ihnen was, das ist eine, wie nennen Sie sich, wir sind von Hippies in den 70ern gegründet worden, also ist eine Bank, die hier im Ruhrgebiet auch angesiedelt ist. Die machen einen bundesweiten Fonds, der sich über die Bürgerstiftungen an diejenigen, die ehrenamtlich arbeiten, wendet. Das heißt, da hat eine riesengroße Stiftung Geld in den Topf reingeworfen und sagt, wir wollen niedrigschwellig über die Bank, überall dort, wo Maßnahmen laufen, Unterstützung anbieten. Und das kann von Qualifizierung über Finanzierung von Maßnahmen laufen. Und ich möchte nicht verschweigen, und Sie werden sich jetzt an die Nase fassen und sagen, wovon redet die Frau? Was hat der Staat mit den Kommunen zu tun? Wir spielen ja immer über Bande. Wenn wir im Bildungssektor den Staat haben und wir sind ja hier auch mit der Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement bei einem bundesweiten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Programm gelandet, das sich an Kommunen und kommunale Entwicklungen richtet. Also über Bande. Und hier gibt es zumindest jetzt schon 2 Programme und das wird sicherlich in Zukunft auch zunehmen. Wir wissen, dass die Ministerien sich in einem verstärkten Maße für die Zivilgesellschaft auf einmal interessieren. Das ist sicherlich auch durch die Stiftung angestoßen worden. Bei Lernen vor Ort haben wir ja 2007, Wilfried, ich habe nochmal nachgeguckt, haben wir angefangen, dieses Programm mit dem BMBF zu entwickeln, Lernen vor Ort. Und mittlerweile ist es so, dass fast kein Bundesministerium, sogar das für
wirtschaftliche Zusammenarbeit, also dass jedes Bundesministerium ein Interesse daran hat, mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, aber das Wie ist vielen überhaupt nicht klar, weil auch die Frage, wie komme ich denn überhaupt an diese Zivilgesellschaft, nicht gelöst ist. Die ist auch auf der kommunalen Ebene noch nicht gelöst. Und deswegen sind Stiftungsverbünde vor Ort ein idealer Magnet oder ein idealer Verteiler oder ein Durchlauferhitzer. Jedenfalls könnte ein Stiftungsverbund, auch ergänzt um weitere Akteure, der ideale Nukleus sein, um diese Ansprechbarkeit nach außen zu tragen. Ich habe vorhin das Stiftungsnetzwerk Bildung hier in NRW angesprochen. Auch das dient dazu, dass andere Akteure Stiftungen besser ansprechen können, weil wir besser identifizierbar sind. Wir sind sichtbarer. Und wir werden in unserer Differenziertheit auch wahrgenommen, weil, und ich komme jetzt zum Schluss, die einzigen Wahrnehmungen, die häufig, wenn es um Stiftungen geht, gemacht werden, durch die großen Stiftungen ausgelöst werden. Große Stiftung gibt Geld, große Stiftung macht ein Forschungsprojekt, große Stiftung tut sich mit anderen großen Stiftungen zusammen. Aber das, was auf der kommunalen Ebene geschieht, nämlich im Kleinen, das wird natürlich so nicht sichtbar, obwohl es in seiner Wirksamkeit spürbar ist. Also, nur noch mal die letzten drei Blätter durch. Wir können Gewissheiten verändern. Also, Sie denken alles, es ist schon alles gesagt. Das letzte Jahr hat gezeigt, alle gesellschaftliche Gewissheit, die wir bis letztes Jahr im Sommer hatten, ist über den Haufen geworfen. Inklusive, wir hatten es gerade am Rande im Gespräch, das der demografischen Entwicklung vor Ort und der Folgen, die damit zusammenhängen. Wir können Entwicklung mobilisieren, das habe ich ja nun ausführlich erläutert, und wir können neue Wirkungsräume eröffnen. Nicht zu unterschätzen. So, und wenn man das alles machen will, kann man sich an das Netzwerk Stiftung und Bildung wenden. Wir unterstützen nämlich die Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement, wenn es um das Engagement von Stiftungen geht. Und mein Appell an die Stiftungskolleginnen und Kollegen hier im Raum, von denen so viele gekommen sind, dass mich das mächtig gefreut hat, sprechen Sie Ihre kommunalen Kolleginnen und Kollegen vor Ort an und überlegen, wie Sie besser koordiniert vorgehen können. Und denken Sie auch noch mal so im Hinblick darauf, können wir das überhaupt alles machen, was man tun könnte, ob Ihre Geschäftsordnung oder Ihre Satzung das hergibt. Geschäftsordnung kann man ändern. Man kann auch Interpretationsspielräume ausnutzen und man kann sich ab und an mal fragen, ob die gesellschaftliche Realität noch dem entspricht, die bestand zu dem Zeitpunkt, als man sich Geschäftsordnung oder Satzung gegeben hat. Insofern glauben Sie an die Veränderungsmöglichkeiten. Wenn der Wille da ist, finden wir den Weg. Ich freue mich auf die Diskussion.